Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play hier auf meinem Kanal, und zwar Kettle and Croups. Ja, ist natürlich an vielen nicht vorbeigegangen, es gibt eine Early Access Steam Version und die habe ich mir natürlich auch gegönnt, um mal das ganze Spiel überhaupt mal anzutesten. Ich habe bisher noch keine Demo oder irgendwas davon gespielt, ich habe natürlich mal ein paar Videos bei anderen YouTubern gesehen, ganz normal. Und jetzt will ich mich natürlich selber mal reinfuchsen in das ganze Thema. Das wird erstmal kein regelmäßiges Let's Play werden. Also ich spiele das Spiel jetzt erstmal so, wie es zeitlich passt, wie ich gerade Lust und Laune habe und ja, wie ich dann eben hinkomme. Daher kein fester Upload-Plan für Kettle & Croups. Und es kommt ja auch darauf an, wie viel Spaß mir das Spiel jetzt überhaupt macht. Deswegen, ich kann auch nicht sagen, wie lange das geht. Ob es ein richtiges Let's Play wird, ist ja auch noch in Entwicklung der Plan. Ich habe gerade eben nochmal geschaut, die wollen das Spiel fertig haben bis Mai 2019. Das ist ja noch ein paar Tage hin, denn wir müssen sagen, das ist noch kein vollständiges Spiel, was ja rundum alles beinhaltet, was das Thema Landwirtschaft angeht, was ja Kettle & Croups, das Vieh und Pflanzen sozusagen heißt. Liegt der Fokus, glaube ich, aktuell noch so ein bisschen bei den Tieren und bei Mais, so wie ich das mitgekriegt habe, wo eben sehen kann man, düngen kann man, also mit Gülle oder was auch immer. Aber ich glaube, so richtige Mähdrescher und dieses ganze Thema, das fehlt alles noch, wird aber mit Sicherheit im Laufe der Zeit dazukommen. Berichtigt mich, wenn ich falsch liegen sollte, der ein oder andere Zuschauer kennt sich bestimmt schon fast besser aus und ihr hört es immer noch an meiner Stimme. Ich bin aktuell nicht ganz so fit, aber das hält mich nicht davon ab, gerade heute am Release Day sich, wie spät ist es jetzt, 23:30 Uhr abends nochmal ranzusetzen und zu schauen, wie ist das Spiel. Und ja, ich nehme euch mit auf die Reise, ich habe mir das, keine Sorge, das bin nicht ich, soll jetzt keine Beleidigung sein, aber okay. Fett Action LP, 500.000, ich habe noch nicht angefangen. Außer einmal gestartet, das um zu sehen, dass das Spiel überhaupt funktioniert. Also läuft, und es läuft. Albergtal. Da gehen wir hin. Karte laden. Es gibt auch hier einen Karteneditor. Den habe ich mir noch nicht angeguckt. Also, man kann sagen, ja, wir gehen fremd. Anderes Spiel, andere Map. Mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Und bevor jetzt Fragen kommen, ob es eine nordfriesische Marshmallow auch für Kettle & Croups gibt, kann ich noch nicht sagen, Leute. Ich glaube erstmal nicht. Denn der Editor besteht hier auf einem komplett anderen System. Ist somit mit Sicherheit auch nicht ganz so einfach am Anfang, da irgendwie eine Karte zu zaubern. Man hat es auch von LS17 gesehen, hat Jahre gedauert. Und was hier noch ist, ist es aktuell noch ein Singleplayer. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt erstmal nur so ein kleines Antesten wird. Und wenn das irgendwann Multiplayer-mäßig soweit ist, das steht ja definitiv auf deren To-Do-Liste, das als Multiplayer-Spiel hinzukriegen, dann kann ich mir vorstellen, dass man da eben ein Multiplayer-Projekt draus macht. So, aber wollen wir mal gucken. Also, ich habe theoretisch das Lenkrad angeschlossen, habe dem Lenkrad gesagt, dass ich hier so ein Tastaturding so... Ah, das ist nicht so cool. Jetzt läuft er dauerhaft. Guck mal, da geht's ja schon los. Also, ich habe das Richtungspfeiltasten auf dem Lenkrad, die habe ich dem eigentlich gesagt, der soll er nutzen. Jetzt läuft er aber einfach die ganze Zeit ohne anzuhalten. Das ist ein bisschen ungünstig. Jetzt könnte ich überlegen, das Lenkrad abzuschließen oder mal schnell in die Spieleinstellung zu gehen und das aus der Steuerung rauszunehmen. Also ihr merkt, da geht schon los. Vorwärts, rückwärts, das nehme ich erstmal alles weg. Da soll erstmal nichts rein. Wie geht das? Zur Not lassen wir erstmal alles auf... Ach so. Dann müssen wir einen auf entfernt lassen, so ungefähr. Aber dies mit Rennen und Vollgas muss erstmal runter von dem Lenkrad. Ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt irgendwo Sinn macht, solche Fehler schon zu melden. Oder solche Feinheiten. Vielleicht bin ich auch wieder selbst zu blöd, das richtig einzustellen. Von daher, guck mal, schon läuft er nicht mehr panikmäßig. Wir können normal mit... also WASD hier lenken. Also das ist unser Charakter. Wir können in die Ego-Perspektive gehen, haben ein bisschen schönen Überblick. Insgesamt finde ich, sieht die Landschaft gelungen aus. Jetzt muss ich hier oben New Mission Available. Warte mal, ich habe nochmal geklickt, F1. Und da sehen wir zum Beispiel, was für Fahrzeuge gibt es aktuell. Das hier ist irgendwie so ein, ja, eine Schaufel in Anführungsstrichen. Gar so eine Silage, Mischfutter wahrscheinlich, irgend sowas zu schaufeln. Es gibt zwei Class Axion Traktoren hier zur Auswahl, den 530er und den 49er. Ich weiß nicht, ob man den noch aufrüsten kann oder ob das feste Varianten sind oder ob man da was auch immer noch machen kann. Es gibt eine Frontlader Aufbauten, es gibt den Class Jaguar Häcksler. Die sind alle schön, die schön detailreich hier, eine Land Cruiser. Sieht mir aus wie eine Giftspritze, Flüssigdünger, wie es einige nennen. Seemaschine.
Havelan HWSLW 50 Tonner oder 50 Kubik. Joskin für Vieh. Grubber Flug. Der Mercedes-Benz. Der MP-Truck ist mit drin. Das ist schön. Geld haben wir sowieso eigentlich zu viel, habe ich gerade eben gesehen. Selfmade Frontbumper Bar. Selfmade Weight. Güllewagen. Aufsatz für Güllewagen. Schleppschlauch. Und Strautmann Futtertechnik. Also das ist das, was bisher, ich sag mal, nur verfügbar ist. Das muss ich ja ganz klar so sagen, aus LS-Sicht. Sehr, sehr überschaubar noch, aber auch dieses Spiel will von Mods später leben. Und da muss man natürlich gucken, wie sind die Prinzipien hier, wie leicht ist das Modding und wie viele Leute hängen sich da richtig ins Zeug, um auch Cattle and Croops, wie auch immer man das genau ausspricht, zu einem vollwertigen Landwirtschaftssimulator-Spiel zu erstellen, so wie es der LS17 eben ist oder bald der LS19. Also, auch keine Sorge, ich werde mit Sicherheit nicht LS17 oder so einstellen oder LS19 nicht spielen oder keine Karte weiter bearbeiten. Das läuft alles ganz normal weiter. Aber hier wollen wir natürlich mal gucken. So, wir haben irgendwie scheinbar schon ein paar Tiere. Die haben sogar Namen. Dursum, Hans-Georg, Hans-Helmut, Isidor, Klaus-Jürgen, Kunibert, Sandor, Silvio und noch ein Silvio mit Y geschrieben. Okay. Ja, das sind unsere Tiere. Dann können wir hier noch durchklicken. Arbeiter haben wir keine. Suchen Mitarbeiter. Arbeitsmarkt, da ist aktuell nichts irgendwie. Macht auch nichts. Brauchen wir noch nicht. Hier sehen wir, wie es finanziell aussieht bei uns oder nicht. Gut oder schlecht. Einnahmen ist noch nichts los. Keine Ausgaben ist auch gut. Dann haben wir eine Planung. Willkommen, Alberta. Starte deine Karriere in Albergtal. So, Fleet a Disposal. Wieso ist das denn jetzt auf Englisch? Du nimmst den Hof in Albergtal und erhältst einen kleinen Stadtfuhrpark. Bullen und einige Felder, um die du dich kümmern musst. Ja, es ist spät und ich kann nicht richtig reden. Sorry, Leute. Seht es mir nach. Irgendwann in einer der nächsten Aufnahmesessions für Cattle and Crops wird es dann besser werden. Ich hoffe trotzdem, ihr bleibt dabei und natürlich gerne auch schon mal eure Meinung dazu hinterlassen. Was haltet ihr von dem Spiel? Wer von euch hat sich das vielleicht auch schon jetzt geholt, will es sich jetzt holen, dass hier für die, auch die es noch nicht haben und sich interessieren für das Spiel, soll das hier ja auch so ein kleiner Überblick überhaupt sein, wie funktioniert das Ganze, wie komme ich hier zurecht und das, ja, sieht man natürlich jetzt in den nächsten Folgen. Geplant ist jetzt erstmal, ich werde wahrscheinlich jetzt 3-4 Folgen am Stück aufnehmen, dann kommen erstmal ein paar Tage wahrscheinlich keine Folgen und dann geht es vielleicht im Laufe der nächsten Woche irgendwann weiter, mal schauen. Also hier haben wir die Kartenübersicht, da könnte noch ein bisschen Leben rein, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr Farbe. Wir sehen aber hier schon so ein, das sieht aus wie ein Traktorhändler. Hier ein Hafen mittendrin, oder wie? Harbor, genau, ist auf Englisch. Hier Animal Trader, der Viehhändler. Was haben wir hier? Farm Cooperative, das ist vielleicht irgendwie die Farm. Hier haben wir irgendwie einen Recyclingplatz, Savage Plant, also das müsste theoretisch auch auf Deutsch sein. Es ist teilweise deutsch, teilweise nicht. Biogas Plant. Was ist das? Farm Silo Center. Farm. Also hier ist unsere Farm. Wir stehen aktuell hier oben. Also wir haben Aufgaben, noch keine. Quests. Die werden wir gleich annehmen. Und hier haben wir einen Kalender. Da beschäftigen wir uns dann noch mit der Zeit. Also insgesamt finde ich ein schönes Menü. Hier haben wir die Feldübersicht. Was gibt es alles? Was kosten die Felder? Alles kleine Felder. Kennen wir natürlich von einer nordfriesischen Marshmap. Da gibt es ein paar größere Hektarflächen aneinander. Was hat denn das größte hier? Das scrollen wir nochmal schnell durch. Also knapp 5 Hektar. Auch knapp 5. Ja, also ich sehe jetzt gerade nichts Größeres. Circa 5 Hektar. Sind jetzt auch relativ günstig. Kommt natürlich darauf an, wie gut ist das, ist der Ackerboden hier. Keine Ahnung. Hier haben wir fast 6 Hektar. Also knapp 6 Hektar, das ist das größte Feld, ja. Okay, und hier haben wir, ja, das ist mein Charakter hier in-game. Da gibt es ja nur 3 Bilder zur Auswahl. 0 von 15 Fahrzeugen. Also das scheint der Maximalfuhrpark zu sein. 15 Fahrzeuge, okay. Kann sein, dass man das durch Aufleveln erweitert. Keine Ahnung. Und Mitarbeiter können wir auch maximal einen haben. 30 Tiere und Erfahrungspunkte. Hier haben wir eine schöne Statistik, wie lange wir zu Fuß gelaufen sind. Schon 161 Meter. Fast automatisch durch das Lenkrad. Achievements. Hier haben wir noch zu Ziele, also ja, ich sag mal so standardmäßig Steam-Errungenschaften zum Beispiel könnte man damit vergleichen. Aber lang genug geschnackt, Leute.
wir wollen uns das Spiel ein bisschen angucken. Also grafiktechnisch bewerten. Erstmal gucken, wie komme ich jetzt hier rein ins Menü? Das ist auch so hier. Also STG, also linke Steuerung gedrückt halten. Dann kriegen wir den Mausanzeiger hier ins Bild und können hier in New Mission Available. Können das klein und groß machen. Hier haben wir noch ein paar Ausrufezeichen, Warnleuchten. Das kann man alles, glaube ich, mit der Zeit wegklicken. Ich lasse es vielleicht am Anfang nochmal auf, damit wir da so ein bisschen Nachrichten eben auch bekommen können. Also dieses Gebäude, es sieht ein bisschen anders aus, aber es kommt mir eben auch bekannt vor. Ist natürlich, wie gesagt, auch hier schöne Häuser, passend aber. Das gefällt mir ganz gut. Vertönte Scheiben hier, dass man die noch ja nicht erkennt. Ja, für Autos und so haben sie natürlich keine Marken. Aber hier scheint schon mal ein bisschen was mehr los zu sein. Weil solche Fahrzeuge hat man sonst nicht gesehen. An Stoppzeichen halten die sich auch. Naja, der hat nicht wirklich gehalten, ne? Aber egal, Leute. Also, was machen wir jetzt? Wir gehen irgendwie ins Missionsmenü nochmal rein. Und zwar hier oben, willkommen und annehmen. Mission wird vorbereitet. Wir müssen uns am Anfang erstmal durch diese Mission kämpfen, bevor wir, glaube ich, in den freien Spielmodus kommen. Kann sein, man weiß es nicht. Kann auch natürlich sein, dass immer noch, wie schon eingangs erwähnt, eine Early Access Version ist, dass es zu Spielabstürzen kommt. Dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Dass es insgesamt auch Fehler gibt, ganz einfach. So, was ist denn da? Da ist ein großer, da hinten ist ein roter Punkt. Da joggen wir jetzt, glaube ich, erstmal hin. Jetzt muss ich mal gucken, wie joggen wir denn ein bisschen schneller. Das muss ja doch eigentlich sinnvoll hier unten belegt gewesen sein. So nicht. So auch nicht. So habe ich es auch nicht gemacht. Ich dachte, ich hätte. Habe ich das nicht? Ach nee, habe ich ja alles wieder weggenommen. Achso, jetzt bin ich eben ins Fahrzeug geswitcht. Hier fahren wir jetzt gerade mit dem MB-Truck. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. War gar nicht so mein Ziel. So, sitzen wir jetzt. Wo sind wir denn jetzt hier? Können wir jetzt selber fahren? Nee, aktuell können wir noch nicht selber. Oder doch. Warte mal. Nee. Ach doch, also er reagiert auf meine Lenkung, aber. Er reagiert nicht auf mein Lenkrad. Aber er fährt da vorne, glaube ich, erstmal zu diesem Missionsziel. New Mission Available, willkommen. Ja, 1.4.2000. Auch hier Mercedes-Benz, die Steuerung. Okay, fahre zum Fahrzeughändler, steige in den MB-Truck. Finde den MB-Truck. Fahre zum Fahrzeughändler. Also, mein... Muss ich erstmal umdenken, so rum, ne? Ja, also Lenkrad funktioniert nicht. Schade eigentlich. Gaspedal auch nicht. Schade. Also das soll wohl alles dann nochmal passieren. Funktioniert aber noch nicht. Zumindest bei mir nicht in den Einstellungen. Auch da natürlich, wenn es Leute gibt, die das Spiel auch schon haben, schon Ahnung haben, gerne natürlich in die Kommentare schreiben. Man hat eine Menge Anzeigen. Ich bin nicht so der Freund von extrem vielen Anzeigen. Kennt ihr ja auch aus meinen Let's Plays. Meistens sind viele Fenster aus. So, dann gehen wir mal rein. Und die das nach hinten gucken. Ah ne, weil wir uns nach hinten gedreht haben. Auch hier muss ich gleich bemerken, schleichen die Autos ein bisschen über die Straßen. Das finde ich immer blöd. Finde ich bei LS schon blöd. Die Anzeigen hier sehen aber ganz gut aus. Schön animiert. Genau, auch wie damals so mit Hase und Igel so ungefähr. Oder rennende Hase. Ich gucke jetzt aber gerade mal so ein bisschen. Also man hat eine ganze Menge Optionen. Man kann Scheibenwischer anschalten, so wie es rechts eben aussieht. Da muss man aber so reinklicken, glaube ich, hier. Dann kann man zum Beispiel hier vorne die Klappe aufmachen. Kann dann sinnvollerweise den Scheibenwischer anmachen. Oh, ich bin schon vorbeigefahren. Ich gucke jetzt aber gerade, wo sehe ich denn irgendwo. Oh, fahrzeugtechnisch. Wie viel Sprit ich im Tank habe. Muss ich tatsächlich hier auf die Anzeige kommen? Da habe ich kein Menü für oder so. Also wir sehen da den Tank, ne? Unten links ist unterhalb. Aber egal, wir fahren sowieso erstmal hier rüber. So, und dann sollen wir hier vorne hin, so wie es aussieht. Da, wo es gelb ist. Ja, guck mal, das ist auch ziemlich eindeutig.
Da sollen wir hier reinfahren. Ups, nicht zu schnell. Hänge den VT-Max an. Mit Taste Q hängen wir Sachen an. Gut, haben wir. Fahre zur Farm. Kriegen wir hin. So, warte mal. Aber ich nehme jetzt mal erstmal dieses... Achso, da sehe ich, was es ist. Was war da noch? Achso, das ist hinten die Kapazität. Wird dann angezeigt. Das nehmen wir erstmal raus. Ich brauche hier nicht die ganzen Felder. Mein bei den Überführungsfahrten vorne die Scheibe aufhaben, ist auch nicht ganz so cool, ne? Ich verstehe es nicht genau, Blim. Muss ich denn selber schalten? Weiß ich nicht. Also das habe ich noch nicht ganz drauf, Leute. Sorry. Aber... wie gesagt, ich nehme euch wie immer mit auf eine Reise in die Ungewissheit. Auch ich habe keine Ahnung bisher von dem Spiel. Von daher haben wahrscheinlich einige von euch mit Sicherheit schon mehr Ahnung. Ja, also ich denke, vieles wird LS-ähnlich sein, ne? Also davon würde ich schon mal ausgehen. Aber so sieht das schon mal gut aus, finde ich, so von der Landschaft nach der erste Eindruck. Von dem Grafik des Trucks. Oh, ich hätte hier schon wieder ab müssen. Muss auch ein bisschen gucken, wo ich hinfahre. Ja, und hier, das mein Highlight persönlich, diese Reifenspuren in den Feldern, dass man auch wirklich welche hinterlässt, die nicht nur Deko sind, sondern auch tatsächlich, glaube ich, Furchen reinfahren sozusagen. Sehr cool. So, was haben wir denn... was ist das denn alles? Was wären wir sonst? Also ich gucke rechts gerade so ein bisschen Mercedes-Benz-Menü da. Scheiben kann man auch aufmachen, links, rechts, so wie es aussieht, hoch, runter fahren. Je nachdem. Warte mal. Naja, okay, gleiches Problem wie bei LS. Wir sind, wenn wir in der Ego-Perspektive sind, sehen wir nichts. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass man dann keine Beine oder Füße oder was auch immer sieht, sondern einfach nichts. Aber hier schön animiert mit den Hebeln. Sieht gut aus. Also schön animiert, weiß ich noch nicht, ob es sich bewegt, aber ups, optisch gesehen schon mal schick. Und jetzt haben wir wahrscheinlich gleich unseren Hof erreicht. So, wir sind am Hof angekommen, Leute. Können wir mal ein bisschen rauszoomen. Okay, ein statischer Hund. Aber statische Tiere, das kennen wir auch aus LS. Ah, schön, ein paar Photovoltaikplatten oben auf dem Dach. Hätten noch ein paar mehr rauf können, aber was schon. Also, doch, gefällt mir sehr gut von der Grafik her, auch für den ersten Eindruck. Auf jeden Fall. So, hänge den VT-Max ab. Wo denn? Sollen wir den jetzt einfach hier irgendwo hinstellen? Ja, hier haben wir noch eine schöne Maschinenhalle. Fahren wir das doch da einfach rein, ne? Die Mitzekatze macht Geräusche, aber bewegt sich doch, sie bewegt ihren Schwanz. Ich weiß nicht, ob sie wegläuft, können wir rüberfahren. Aber das testen wir jetzt lieber nicht. Das heißt, es ist hier noch Tierquälerei. Ah, das kennen wir schon, ne? Thema einparken. So, stopp. Und abkoppeln. Standard Q. Glückwunsch, Mission abgeschlossen. Willkommen Albergtal. Fortschritt 100%. Zeit 7 Minuten 38 Sekunden oder was auch immer. Missionsdaten am Server senden. Nein. Welchen Server will er das denn senden? Okay. New Mission Available. Es riecht streng, ist aber nötig. Haben wir die jetzt schon automatisch angenommen? Sollen Gülle fahren? Oder muss ich das jetzt erstmal nochmal wieder kurz übers Menü checken? Den kann ich jetzt hier annehmen. Mission wird vorbereitet. Achso, dann machen wir mit dem anderen Truck. Ja gut, dann stellen wir den natürlich perfekt hier in die Halle ab. Und dann muss man ja auch schon wieder fast sagen, Leute, wir haben noch nicht so richtig viel gesehen, ne? Aber so einen kleinen ersten Eindruck. Ach, Slot 1, man hat unten noch kurz Slots. Man kann eine Menge bewegen. Also wir werden da mit Sicherheit in den nächsten Folgen... Also ich habe den Motor laufen lassen und Licht angelassen. Alles auch... Ach, eine Taschenlampe habe ich auch selber. Also, Motor aus. Wie geht Motor aus?
Also E ist Dings. So, oder? Sind auch recht leise, oder? Warte mal, ich muss mal... Habt ihr überhaupt was gehört? Fällt mir gerade mal so ein. Ich muss mal, glaube ich, ein bisschen lauter den Sound machen. Hier, warum ist das so leise? Das müssen wir ein bisschen austangieren in den nächsten Folgen. Fahrzeuginnenbereich Lautstärke. Das war alles ein bisschen leise irgendwie. Na gut. Keine Rückmeldung, das ist immer schlecht. Ah, okay, okay, das ist... Ja, jetzt höre ich aber auch, dass der Motor läuft. Aber für euch könnte das immer noch ein bisschen zu leise sein. Wir können das ja nachher wieder regulieren. Sorry, Leute, dass die erste Folge wahrscheinlich ohne Fahrzeug-Sounds war. Werden wir morgen nachholen, denn ja, morgen gibt es auch noch eine Folge. So, speichern. Und dann soll es das für die erste Folge Cattle and Crops gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, wenn ihr mich mit einem Like unterstützt und dann auch dabei bleibt und beim nächsten Mal reinschaltet. Bis dann und tschüss.